So, und weiter geht's bei Let's Play Minecraft. Ja, und ich habe einen neuen Skin. Und zwar ist es die Uniform von Captain Kirk. Ja, da... Boah, entschuldige. Tut mir leid. Und zwar habe ich hier ein paar Bilder eingefügt. Zum Beispiel das Star Trek Logo von der originalen Serie, dann von das nächste Jahrhundert und von Deep Space Nine und Voyager. So, jetzt habe ich auch noch ein paar Bilder. Wo fangen wir an? Hier. Deep Space Nine, die Raumstation. Hier die Crew von Deep Space Nine mit Odo, Sisko, Kira, Quark, Worf. Der Sohn des Commanders hier, der da. Dann... Das ist Bashir, der Doktor, dann Jadzia Dax und Miles O'Brien. Und hier ist nochmal der Captain, Benjamin Sisko. Und hier nochmal die Crew. Ja, dann hier die Voyager Crew. Ja, das sieht ein bisschen schlecht, aber weiter geht's eigentlich. Dann hier irgendein Plakat von Deep Space Nine. Und hier die USS Enterprise D. Dann die USS Defiant gehört zu Deep Space Nine. Und hier seht ihr die Deep Space Nine mit der Defiant. Hier die originale Enterprise mit dem Kirk. Hier die Besatzung der aller ersten Enterprise. Also quasi von der neuesten Serie. Hier die beste Deep Space Nine Folge. Mit Abstand die beste Star Trek Serie. Die immer die Last mit den Tribbles. Richtig geil. Und hier wieder die Crew von Deep Space, von Star Trek. Das nächste Jahrhundert. Hier dann noch ein paar Bilder. Hier die NX-01. Ja, und ein Schiffsbauplan. Ja. Paar schöne Bilder. Richtig schön. Ich finde auch die Defiant so geil. Defiant ist schon ein richtig schönes Schiff. Naja, so, wir müssen irgendwas weiterbauen, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr was. Ich hoffe, der Audio stimmt, ja. Ja, was denn? Ich glaube, nachher. Hier. Und ich habe mir was überlegt. Ja, die Musik ist richtig schön, aber um das geht's gar nicht. Dass wir hier auch die rote Wolle weiterziehen, weil sonst sieht es eigentlich einfach merkwürdig aus. Ich bin auch mit der orangigen Wolle ehrlich gesagt nicht zufrieden hier. Mit dem Shader, das sieht nämlich so richtig komisch aus. Aber naja. So, und dann will ich noch was über die einzelnen Serien erzählen. Das war Star Trek. Ja, wenn wir mal angefangen haben, dann machen wir es jetzt auch richtig. Und zwar natürlich am Anfang mit der ersten. Mit der allerersten Serie, sprich Star Trek. Beziehungsweise die meisten werden sie erkennen als Raumschiff Enterprise. Erschienen ist die Serie. Okay, also erstmal zur Abkürzung, warum es Star Trek TOS heißt. Dieses TOS steht einfach für die originale Serie, auf Englisch halt. The Original Series. Dieser US-amerikanische Science-Fiction-Serie, die in den 1960er Jahren gedreht wurde. Ich glaube, ja, 1966 bis 1969 wurde sie gedreht. In 4:3. Und eine Folge dauerte rund 48 Minuten. Es gibt genau genommen, es gibt nur drei Staffeln. Es gibt nur drei Staffeln von dieser Serie. Was eigentlich richtig schade ist. Sie ist dann abgesetzt worden und danach wurde was Großes draus. Und zwar der erste Kinofilm von Star Trek. Danach kommt der erste Kinofilm. So.
Ja, ich muss jetzt noch ein bisschen weiterbauen, deswegen muss ich mich ein bisschen konzentrieren. So, um was geht's eigentlich in Star Trek? Ja, gute Frage. Beziehungsweise um was geht's in Star Trek der originalen Serie? Ist eine gute Frage. Und zwar, man muss erstmal berücksichtigen, in dieser Zeit gibt's... Also es spielt auf jeden Fall mal im 24. Jahrhundert, das muss man erstmal beachten. Ja, im 24. natürlich. Nicht, natürlich im 23. Jahrhundert in die Serie. Was man beachten muss, es gibt im 23. Jahrhundert, da haben die Menschen auf der Erde soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten überwunden, sprich es gibt keine Armut mehr oder ja, kein Hunger. Ja, Hunger gibt es schon noch, aber es gibt keine Hungersnöte und so Sachen. Und und diese Erkundung, also weil die Erde, sobald sie Raumschiffe gebaut haben, sind sie auch schon in den Weltraum geflogen und haben erforscht, führte zu Allianzen mit außerirdischen Lebensformen. Und dadurch gab es halt dann auch wieder ein Forschungsschiff, das dann den Namen Enterprise erhielt. Kommandiert wurde es unter Captain Kirk. Captain Kirk war der Name, ja, Captain Kirk. Captain Kirk. Dann natürlich der Spock, der Spitzohr, der Blaue. Also blau ist er nicht, aber er hat eine blaue Uniform. Commander Spock. Und der Leonard Nimoy oder Leonard Nimoy, den die meisten kennen. Dann Lieutenant Commander Dr. Leonard McCoy. DeForest Kelly, der ist leider schon verstorben. Das ist so traurig. Der ist leider schon gestorben. Der McCoy. Dann Lieutenant Commander Montgomery Scott, der... Ja, wie soll ich sagen, der Ingenieur halt, der Chefingenieur. James Doohan war der Schauspieler, ist leider auch schon verstorben. Das ist richtig schade. Ist auch schon verstorben. Und dann gab es noch Lieutenant Uhura. Das ist die mit dem komischen Headset im Ohr. War Kommunikationsoffizierin. So. Dann hat es den Pavel Tschaikow gegeben. Ab der zweiten Staffel, das war dieser Russe. So, jetzt sehe ich aber leider gar nichts mehr. Machen wir das jetzt noch schnell fertig. Ich glaube, ich stimmt dann eh gar nichts mehr hier. Okay. Jetzt gehen wir schnell mal pennen. So. Genau, dann gab es noch diesen